Ich möchte euch jetzt sagen, die Luftfilter beim Carabo. Beim Carabo haben wir zwei verschiedene Luftfilter. Zum ersten Mal für den Motor, zum zweiten Mal für die Kabine. Der für den Motor, der sitzt unter diesem Deckel da. Zu diesem muss man den Deckel unterschrauben. Der zwei Schrauben da hinten, zum ersten. Und zwei Stück. Dann nimmt der Deckel runter. Da unten sitzt der Luftfilter für den Motor. Wie jeder Mensch braucht ein Motor Frischluft, sonst hat er keine Leistung. Zum diesen muss man dann regelmäßig warten und reinigen. Das ist der Luftfilter für den Motor. Wie man sieht, ist der noch wie neu. Und beim Reinigen muss man einiges beachten. Mit der Luftpistole immer von innen nach außen reinigen. Wir prüfen, ob hier kein Schmutz drin ist. Wenn Schmutz drin ist, reinigen. Und das ist die schnelle und einfache Wartung von Luftfilter. Der Kabinenfilter sitzt im Dach der Kabine. Zu diesem müssen wir diesen Deckel öffnen. Eine Schraube. Zwei Schraube. Vorsichtig öffnen. Hier ist der Klimakondensator und der Luftfilter für die Kabine. Da haben wir zum Herausnehmen haben wir links und rechts zwei Buttern. Eine auf dieser Seite, eine auf dieser Seite. Buttern lösen und vorsichtig den Filter hinausziehen. Wie man sieht, ist der gleich aufgebaut wie ein Luftfilter. Zum Reinigen auch beachten, von der richtigen Seite hereinblasen. In diesem Fall von innen nach außen. Beim Einbau ist zu beachten, wie gesagt, die Flussrichtung der Luft. In diesem Fall strömt die Luft Richtung Dichtung, also kommt der Filter so hinein. Hierbei auf den richtigen Sitz der Klemme achten.
nicht zu fest anziehen, handfest genügt. Vor dem Kabinenfitter liegt auch der Klimakühler. Hierbei zu beachten, dass die Kühlelemente, die Kühlrippen, sauber sind. Falls die Klimaanlage keine Leistung mehr hat, wie folgt reinigen. Hierbei Acht geben, da die Kühlrippen aus Aluminium sind und leicht zu verbiegen. Das ist die schnelle und einfache Wartung des Kabinenfilters und des Klimakühlers. Als nächstes zeige ich euch, wie man richtig die Kühler reinigt, Motorkühler. Hierbei müssen wir die Motorhaube öffnen. Darauf Acht geben, dass wir öffnen. Ein leichter Druck auf die Motorhaube, dass er diese nur leichter öffnen lässt. Bei Carrara haben wir mehrere Kühler. Zum ersten zwei Ölkühler, Leierluftkühler und Motorkühler. Zum Reinigen das Sieb hinausnehmen, da hier Verschmutzungen oben sein können. Wenn möglich, mit einer langen Luftpistole von innen nach außen reinigen. Das war die einfache und schnelle Reinigung der Kühler.